Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Wir sind Bob Kell. Der hat noch nicht mal seinen Blaster Skill ausgerüstet. Trotzdem zieht er seine Knarre. Ja, weil er hat seine Knarre die ganze Zeit dabei. Gut, in der letzten Folge haben wir auf Kobo alles abgeschlossen. Also nicht alles abgeschlossen, aber wir haben storymäßig da alles abgeschlossen. Wir haben ein Gerät gefunden. Und jetzt sind wir wieder hier zurück auf Jedha und das Imperium ist hier und um die kümmern wir uns mal ein bisschen, ne? Weil warum nicht? Da sind sie schon. Was soll das Shuttle denn eintreffen? Was? Ich habe gefragt, wann das Shuttle eintrifft! Sprich lauter, ich höre dich nicht! Was machst du hier? Ah! Plötzliche Bewegung ist kommt er näher! Das werden sie bereuen! Nein! Ich brauch was, Kumpel! Wertlos! Wollte eigentlich einen Dropkick machen. Es kommen also noch mehr. Ich will eigentlich meinen mächtigen Hechtsprung machen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Boah, wisst ihr noch, wenn man den ersten Teil Zeugs verlangsamen konnte? Ne? Ich vermisse das irgendwie in diesem Spiel. Ja, ich glaube, die haben irgendwie sich so gedacht, ja, super powered, ne? Deswegen machen wir halt nicht mehr. Ich habe voll damit gerechnet, hier um die Ecke jetzt jemand gekommen wäre. Oh Gott. Klettern mit Wind. Reicht da? Kann man das machen? Nein. Okay. Als er gesagt hätte, wir müssen was machen, nehme ich mal an. Meinte er sofort. War schon alles Versuch. Ich habe ja einmal einen Schub gemacht und dann weiß ich auch nicht mehr. So, ich bin mit meinen Latein am Ende. Mich das Ding wieder zumachen. Spiel sagt mir schon, ich soll darunter, ne? Habe ich einfach, da kann man auch nichts mitmachen, sehe ich gerade. Das ist rot. Soll ich da einfach noch ein bisschen höher gehen wegen dem Wind? Ja, irgendwie funktioniert das nicht. Hilfe gebrauchen. Was soll ich denn machen? Da unten, boah, Leute. Ja, ich sehe es. Ja, die Klappe, ich sehe es ja. Oh mein Gott, ey. Was für Pilger kommen überhaupt so weit raus? Verrückte. Vor, diese Stürme zu durchqueren, nur um einen sicheren Ort zu finden. Ja, eine Zuflucht ist unbezahlbar. Alter. Macht aber auch schon verrückte Sachen, der Typ, ne? Baron sagte, das wäre der Weg zu einem Hintereingang, oder? Hoffentlich findet sie einen anderen Weg für diese Flüchtlinge. Sie haben genug durchgemacht. Wir haben nicht andere Leute Bock auf sowas haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass viele Leute das nicht überleben würden. Oh, das ist eine Abkürzung, ne? Ich mache hier runter. Ja. Und da sehe ich auch schon eine Abkürzung. Ah, dann kommst du da zurück, ne? Mach, dass es aufhört. Das ist elende Quietschen dieser Stiefel. Kann ich da hoch?
Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt hier nicht hoch kann, ne? Ups. Wollte noch mal gucken, ja. Ich habe da so eine Wand zum Rennen, ne? Ne. Boah, Leute. Jetzt schon wieder lang. Was? Ach, jetzt muss ich die Dinger da abstellen oder was? Was auch immer das ist. Oh, Alter. Das ist schwer, ey. Boah. Boah. So. Alles sicher. Ist es sicher? Sieh mir, wow, das wird sehr gut. Sieht mir nicht so sicher aus, Kerl. Aber wenn du was sagst, du bist ja Kriegsveteran, nicht ich, ne? Du hast Dinge gesehen, nicht ich. Also rückblickend betrachtet ist es eigentlich schon. Ist das schon irgendwie clever gemacht, ne? Den Sachen, die du hier machen kannst, mit dem Klettern und alles was, ne? Gibt ja auch so Sachen wie. Na komm. Hast du das, Kumpel? Ich kann doch nicht einfach an dem vorbeilaufen, oder? Aber ich habe gerade nicht so viel. Das Ding ist schon wieder so weit entfernt, ne? Eigentlich nicht, aber. Na komm. Ich könnte sie auch am Leben lassen, aber. Warum sollte ich das machen? Den Commander, bitte. Oh. Nein, er wollte. Ja, siehst du jetzt auch so ein der ist ja immer noch am. Oh, mein Rücken. Baron war ziemlich beschäftigt. Warum hat uns das Imperium keinen Spitznamen gegeben? Ach, über sie haben sie geredet. Ja, ja, genau, sie ist ja so. Wüstengeist. So viele Bälder. Da hat es ja mal gelohnt, ne? Die haben ein Ding hinterlassen. Also ja. Ne, was ich sagen wollte, ist aber auch schon clever gemacht, so mit den, dass das nicht so auffällig ist, ne, wo du klettern kannst oder nicht. Ich meine, ich kann mich irgendwie so zu so erinnern an. Ich kann mich irgendwie so erinnern, irgendwie so damals mit Mirror's Edge und so, ne? Mirror's Edge ist ja auch so ein Parcours-Spiel mehr, ne? Und da wurde alles irgendwie so markiert mit so Farben, so überall, wo du klettern konntest, irgendwie war alles irgendwie, glaube ich, so rot markiert, ne? Und Alter, ja, das ist natürlich ein bisschen clever, ne? Also die Welt war mehr so weiß, ne? So gräulich und weiß, ne? Und wenn irgendwo klettern konntest oder so, dann dann konnte es halt irgendwie, weil nicht. Hier sind nur so zwei Gegner, lass mich die auch noch fertig machen, ne? Boom. Und wenn er dann irgendwie ja irgendwo hin klettern konntest, dann mal so rot markiert, so als Zeichen, so ey, da kannst du was machen, ne? So, nein, du Stück. Boah. Hey. Nein, ich will raus hier. Also das war dann schon wieder so, weil ich irgendwie hat das so die Intelligenz des Spielers. So, ey, das ist rot, da kannst du hin, ne? So, hier hatte ich, glaube ich, eigentlich alles, was ich haben wollte, ne? Hatte ja also für meinen weiteren großflächigen Schwert angewiesen. Solche Sachen denke ich irgendwie nie. Aufgeladene Reflexion, das könnte nicht schlecht sein. Wieder so eine Passive, ne? Natürlich
stärkere Schüsse zurückschießen, ne? Müsste ich aber erstmal das hier leveln. Aber da meine ich aber zwei Schwerter. Abgewickelte Schläge. Ja, wenn so was denke ich noch nie im Leben. Konzentriertes Parieren. Präzises Freigeben. Habe ich noch irgendwas anderes hier so? Schnellerer Fokus. Ach so, ja, ne. Vierter Geist. Alles zwei. Was war hier? Also ich will auf so Dauer wird das vielleicht sich lohnen, ne? Blockanzeige schneller aufzufüllen, ne? Okay, kann weitergehen. Da können wir an die vorbeigehen. Den wir die geschubst haben natürlich. Ich gehe noch mal weg, ne? Ja, definitiv Marins Werk. Wie soll mir das bitte schon helfen? Sollen wir einfach an dem vorbei? Ich habe keinen Bock schon wieder gegen so ein Viech zu kämpfen, ey, ganz ehrlich. Ich gehe da einfach. Tut mir leid. Ich habe Bock schon wieder gegen so ein Viech zu kämpfen. Habe ich erst vor einer Stunde gegen gekämpft. Nicht mal. Wo ich jetzt wieder einen Tag vergangen. Für mich ist irgendwie. Aber oh, da ist halt imperiale Schall. Naturgewalt, was, Kumpel? Okay. Warum geht es uns hier eigentlich noch mal schlecht auf diesem Planeten? Wenn wir die auf unserer Seite haben. Hier sieht mir irgendwie voll überpowered aus. Ah, und das hat uns einen Weg geschafft. Opf. Ich wollte doch nur mal gucken. Ich nehme mal nicht soll da ein, ne? Warte, das ist eine Abkürzung. Dann aktivieren wir die doch erstmal, ne? Donk. Ich habe gesagt, schneiden. Schreite voran, Reisender. Tritt ein. Eintreten? Wo rein? Eintreten? Mach ich gerne. So, wo ist denn jetzt der offizielle Weg? Hier ist aber wieder ein Viech, ne? Ist er immer noch hier? Ist abgehauen. Nach Hause gegangen. Okay. Wollte doch gar nicht gegen dich kämpfen. Bläh. Bedrohlich Musik war aber immer noch da. Okay. Sind wir wieder hier. Komm ich darüber? Cool. Hey, was geht? Hup. Au. Ich habe jetzt irgendwie nicht erkannt, konnte man da hochrennen? Ich glaube ja, ne? Schwimm zu mir, bitte. Okay. Aber noch nirgendwo, okay. Huja. Huha. Huha. Jo. So, das kannst du nicht scannen, BD. Diese Statue hier.
die offensichtlich religiöse oder andere Bedeutung hat für einige Leute. Ich bin enttäuscht. Okay, was stand da? Grab von wem? Grab von Urma. Urma? Und angeblich soll es mal irgendwie einen Ziff gegeben haben, der mit einem Schwert und ein Schild gekämpft hat, mit Lichtschwert und ein Schild. Nicht schlecht. Ein bisschen schade, dass sowas nicht in Knights of the Old Republic vorkam, ne? Da sind ja Leute auch mit Schwertern und so rumgelaufen. Ich will dieser Mordmaschine nicht näher kommen als unbedingt nötig. Komm schon, ist doch nur ein Droide. Wenn es nur ein Droide ist, warum siehst du da nicht nach, hä? Ich krieg dich! Was hast du getan? Ruhe, Reflexion, Führung. Schreite voran, Reisender. Das Sturmtruppler tut mir manchmal ein bisschen leid. Ich meine auch nur ihren Job. Da kommt so ein verrückter Jedi und metzelt die alle ab. Was haben sie davon, wenn sie böse sind, ne? Tisch. Verriegelt. Da war was. Und mit irgendwann interagieren gerade. Lass mal. Na, glitsch ich mir durch den. Nicht den Planeten oder so. Oh, guck mal. Was haben wir denn hier? Was ist hier noch mal drin? Ich vergesse es immer. Ja, also ein Goldbarren. Jedi. Wird das immer noch angezeigt? Oh. Jetzt habe ich endlich meinen Bademantel. Meinte, das erregt Aufmerksamkeit, wenn ich mich jetzt hier durch die Gegend schleichen will. Obwohl ich ziehe sowieso immer mein Lichtschwert zuerst. Ne? Also ich glaube, Leute erkennen mich relativ schnell. So, oh, warte mal da. Eieiei. Ist das besagter Druide, vor denen die Leute Angst hatten? Das Imperium hat neues Spielzeug mitgebracht, Kumpel. Warte mal, schieß mal. Gott, bist du ein? Aua. Nicht mal einmal mehr als zweimal angreifen. Au, sag. Ah! Au, Hutsch. Kollege. Hab schon gesehen, da kommt irgendwas Heftiges. Uah. Jedi Schub. So, versuchen wir nochmal. Machen der mit den Eien? Warum mit den Eien Platz? Ja, warte mal. Au. Aha, I have the high ground. Machst du jetzt, hä? Alarm. Soll ich lieber mein Schwert auf den werfen? Ja, was zum... Ja, wie schnell er meine Dingsanzeige wegmacht, ne? Okay, einmal angreifen nach Schub, okay. Sehe schon. Klappt das? Schub, angreifen. Ja, auf mich zugerannt kommt. Ja, Schattige funktioniert, ne? Einmal Schub, einmal Angriff. So, ist dein Ding kaputt. Aua. Aua. Hey, Kumpel, stimmt.
Kein fairer Spielkamerad, was BD? So. Ein bisschen billig erledigt, aber was soll's, ne? Ist mir doch egal, ich bin Jedi. Oh, ich dachte, ich könnte mal einen Sprung machen. Bei mir hat er geklappt, hätte. Wenn ich hier hoch geblieben wäre, ne? Blaster abgeschossen. Ja, mit einem Doppellichtschwert, da gibt es bestimmt irgendwie für jeden Boss irgendwie so einen perfekten Bild, ne? Oh ja, du hättest mit einem Doppelschwert dahin gehen sollen, ne? Weil dann hättest du die Schüsse. Hallo? Dann hättest du die Schüsse voll irgendwie ganze Zeit zurückwerfen können und dann hättest du mit einem Blaster hin und wieder mal auf ihn schießen können. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Oh, viel zu spät, Kerl. Wir wollten ja auch uns eigentlich hier reinschleichen, ne? Wie sieht da, wie das abgelaufen ist. Wo muss ich jetzt hin? Da runter? Wieso? Irgendwie so aus, als könnte ich mich so da festhalten, so. Ja, mal da runter. Und nun? Ich glaube nicht, dass das richtig war, oder? Da, doch, da. Oh. Okay. Gib. Gerechtigkeit. Der Name der Gerechtigkeit ist da Niro LP. Da habe ich irgendwo was wieder verpasst. Oh. Ne, da komme ich doch gerade hin. Da gehe ich doch jetzt gerade hin. Und sagt mir schon, dass ich da mal was öffnen kann. Ich war doch noch gar nicht da. Du leckst doch mal, Spiel. Ich bin doch noch gar nicht so schnell. Wir scheinen näher zu kommen. Ist er da, wo wir ihn wollen? Muss ich ja rutschen. Ich mache einer vor, Kerl macht diese ganzen Geräusche. Oh, ich kann fliegen. Das hast du nicht gehört, BD. Ich hab grad Panik ein bisschen. Boah, alle Neune. Vielen Dank. Alle Neune. Die Situation hat mich gerade ein bisschen übermannt. Da war da gerade frisch. Wir müssen verschwinden, bevor die Ausgrabung den Tempel erreicht. Wir schicken noch einen. Ich möchte in der ersten Reihe sitzen, wenn sie das große Geschütz ausprobieren. Den Flammenwerfer? Abkürzung, was? Bin ich näher? Ach hier. Oh ja, warte mal. Das ist ja so ein Ding gewesen, ne? Ja. Oh, ich bin eins mit der Macht. Macht ist eins mit mir. Hallo, ich bin euer Jedi für heute Abend. Bonk. Oh, der Typ ist sogar respawned. Nein, danke. Oh, das hat Geräusch nervig. Hm.
Mal den da runter und den an. Wie sind da jetzt gerade gestorben? Oh Gott. Okay, nicht gut, nicht gut. Wieso sind die Hälfte von denen noch am Leben? Dann auch mit dem Ding auf mich zu schießen. Wir nennen mich eigentlich Verräter. Ich bin doch gar nicht auf deren Seite. Oder war auf deren Seite jeweils. Das verschafft uns etwas Schwung. So, was ist denn hier unten noch? War ich da unten schon? Der Wind kommt von da. Weil ich mal auf der Seite von dem Dings war, von dem Klontruplan oder so, deswegen. Ja. Oh, soll ich jetzt hier hoch oder was? Weiß nicht, was ich das jetzt hier gemacht habe. Hier? Ja. Aber da unten konntest du auch noch irgendwo hin. Was für eine Geschichte hast du zu erzählen? Oh, oh. Jetzt wird gekämpft. Da wäre er da runtergefallen. Ja, ich wusste, da kommt noch mehr Angriffe. Okay. Lebt er noch? Ich glaube nicht. Na, wie machen wir solche Situationen irgendwie mehr Schwierigkeiten als irgendwie so Bosse? Auch wenn das solche einfache Situationen sind. Da will ich mal nur ein. So, jetzt muss ich. Boah! Für mich erst schon wieder hier. Alter, warum hält die so viel aus? Okay. Erstmal anhalten, ja, Leute. Der lebt immer noch. Bonk. Noch jemand? Ah. Oh, du Stück. Ich all die Knochen auf den Beinen vergessen. Komm her, du Stück. Du auch. Besser. So. Dann blöd. Die Plattform ist wohl gerade woanders. Dann blöder Scan, Fede. Ich hab mich voll abgelenkt, Fede. Suche nicht den Pfad. Kehre in die Stille zurück. Ich habe mich jetzt voll an, ich habe mich jetzt voll umgeschaut, so im Sinne von, oh Gott, was ist denn? Wenn man schon in Frieden ruht. Was hast denn du schon wieder gefunden? Da kommen diese Viecher von dabei. Noch eine Krypta. Oh ja. Ich wette, Marin würde den Ort hier lieben. Warum ist ja dann wie so ein Vogelgehege? Jetzt irgendwie so ein Vogelgehege im Zoo. Ein Droide mit seinem Meister. Wo? Ach, begraben, ja. Wollte sagen, wo siehst denn du das? So, das ist nicht, wo ich hin muss. Das ist, wo ich hin muss. Hier. Mhm.
Was muss ich hier machen? Was für eine Kombi? Ne. Okay. Ich nehme an, irgendwo muss ich herausfinden, was für eine Kombi ich hier machen muss, ne? Aber wo? Ist doch alles, wo ich hingehen kann im Moment. Was hat mir das überhaupt gebracht? Das Ding zu öffnen, meine ich. Oh, kann ich nicht zumachen. Komm ich darüber? Das ist so eine Rennwand. Oh, hier. Kam ich nicht von hier? Ich glaube nicht, ne? Wo bin ich ja gerade? Komm schon. Hallo? Wer bist du? Ich bin Kerl. Das ist PD1. Ich bin Pili. Ich hatte heute gar nicht mit Pilgern gerechnet. Was machst du hier draußen? Ich gebe mein Bestes, aber hier wächst nur sehr wenig, wie du siehst. Du solltest das Kobo-System sehen. Dort wächst alles. Klingt wunderbar. Vielleicht mache ich das. Sag dem Barkeeper in Pailun Saloon einfach, dass ich dich geschickt habe. Er wird sich um dich kümmern. Stimmt, wir sind ja gar nicht auf Dings. Pili gerne wohl jetzt für den Dachgarten von Pailun Saloon rekrutiert. Da du Pili rekrutiert hast, kannst du Gartenzellen freischalten. Nee, nur der freischalten, hast du spezielle Gartenarbeitfähigkeiten, okay. Aber was bringt mir das? Das hier führt zur Brücke. Ja, er sagt, sie lebt hier die ganze Zeit und hat nicht einmal daran gedacht, hat irgendwie zu aktivieren. Eine Botanikerin in der Wüste. Sie muss sich ernsthaft verirrt oder verzweifelt nach ihrer Berufung gesucht haben. Wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich hier? Wir sind unklar jetzt gerade. Ich weiß nicht, wo die sind, aber so egal. Ich habe da unten irgendwie noch was anderes gefunden, glaube ich. Und zwar kann ich hier irgendwie runter, ohne. Ich glaube nicht, ob ich da. Doch. Okay. Ich glaube, da komme ich wieder zurück, ne? Ja. Oh Gott. Was zum Kerl? Hey, da komme ich wieder. Ich habe mich ja gerade ein bisschen verirrt, habe ich so ein Gefühl. Ich habe nicht so, dass hier der Weg ist, den ich gehen sollte. Ja, und nun? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Boah. Ich habe jetzt den Weg zur Brücke geschafft, aber ich weiß noch nicht mal, was das ist.
Hey, was geht? Ja, mal zur Brücke, ne? Also, an den Ort habe ich jetzt gerade nicht, ne? Aber da weiß ich auch nicht, wo ich hin muss. Ich habe gerade Stimmen gehört. Wo sind die hergekommen? Da. Aber ich war doch da unten noch gar nicht fertig, oder? Gegner nähert sich. Keiner hat voll gechillt. Hier drüben. Achtung, Ziel erholt sich. Immer an die Ausbildung denken. Wir können ihn immer noch kriegen. Bleib stehen. Ah. Etwas an dieser Felsformation kommt mir bekannt vor. Ah. Oh, da war der Aufzug, ne? Den ich nicht aktivieren konnte. Aha. So, ich will das hier mal erledigen. Ne? Irgendwo muss doch ein Hinweis sein, aber was für Dinger ich hier kaputt reinstupsen muss, ne? Irgendwo steht doch bestimmt drinnen, ne? Ich denke ja irgendwie so an, irgendwie an Skyrim, ne? Was haben wir denn da? Also wieder irgendwie Flöte spielen wollen mit dem Ding. Da gibt es bestimmt einen Hinweis, ich sehe nur gar nicht, ne? Nee, ich muss da irgendwie hier in mein Dings reinschauen. In meinen Daten hier. Das Spiel sagt mir, ich kann da schon rein, ne? Glaube ich. Da war grün. Ja, wo bin ich jetzt hier? Ja, welche Felsformation sieht der bekannt aus, Kerl? Sieh mal da. Die Brücke zur Pilgerzuflucht. Oh, ziemlich windig hier. Ich bin froh, dass wir die hier gefunden haben. Mich darüber springen? Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ich sehe mich jetzt zum Punkt. Da. Okay, der Weg hierhin war ein bisschen anstrengend. Ich so ein Gefühl. Ich habe hier eine Menge verpasst. Aber was soll man machen, ne? Ha. Bringen wir die hier ins Sears Archiv. Aber ich bin trotzdem hier eine Menge Zeugs, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wofür man die braucht. Also die kann man eintauschen, aber ich weiß nicht mehr gegen was. Oh, das war. Ich habe getan, was ich konnte, aber da vorne ist eine imperiale Einheit. Ich dachte, ich warne dich besser. Klingt gut. Nach dir. Eine imperiale Einheit. Oh, was hier? Detonator! Konzentrier dich! Jawohl, danke.
hab's voll drauf. Ja, ich habe den dagegen geschubst. Bin mal. Danke. Oh, komm, einen Konter ausprobieren. Okay, dieser Angriff ist ganz schön heftig. Boah. Wenn einmal in den Angriff drin bist, ne? Ist vorbei. Ich hoffe mal diesen Konter. Ich hatte zwar Gefühl, einen Konter gegen den einzusetzen, war ziemlich gut. Weil er sehr langsame Angriff hatte. Ich wollte die ganze Zeit die anderen Typen hier erledigen. Oh mein Gott, ey. Gegner nähern sich. Was ist das? Das gibt's nicht. Ich habe den zu mir zurückgeworfen, ehrlich. Mein Gott, geh doch mal weg. Boah, halt ihn mal fest. Gibt's doch jetzt nicht. Nein, 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 nein. Ey, dieser Angriff, ne? Kannst ja gar nicht ausweichen. So ist der andere auch weg. Sehr gut. Wieder aber immer zu mir umgedreht ist, ne? Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Was mache ich hier? Ich wurde getroffen. Was hat? Hat das Imperium schon einen Weg in den Tempel gefunden? Nein, aber ich habe gehört, wie Imperiale von einer neuen Ausgrabungsmaschine sprachen. Gehen wir. Ich habe gerade Erfahrungspunkte bekommen. R1, also. Moment. Ich fasse solche Sachen nicht mal an. Ich mache alles kaputt. Ich bin nur für Zerstörung hier. Beeindruckt. Du hast das wahre Ausmaß meiner Kräfte noch nicht gesehen, Cal Kestis. Was war? Schaffst du das? Nicht ohne Hilfe. Dann ist es gut, dass dieser Weg die Winde führt. Um die Gegner da aus dem Weg zu gehen jetzt. Hier drüben, Kerl. Oh. Die Ruinen singen. Es kommt aus der Kammer dort. Dann musst du einen Weg hineinfinden. Sie hat solche monoton. Ich sage irgendwie nur monotone Sachen, ey. Die Ruinen singen. Da ist vielleicht was geöffnet. Dann geh da mal hin. Falls es ist der bestimmte Kracher, ne? Oh, mit hier kannst du dich nicht hin teleportieren, Marin. Mein Gott. So. Alles klar. Guck mal, was hier so drin ist, ne? Gehen wir jetzt hier nur gerade rein, weil irgendwie das Imperium gerade hier rein will und wir wollen den irgendwie zuvorkommen. Da wollten wir so oder so irgendwann mal hier rein. Oh Gott. Da bin ich natürlich in einer Megalo abgeschossen. Ja, guck mal. Hey, sieh dir das an. So, was auf der anderen Seite. Ich dachte, die beiden führen hier hin. Nein, ich bin genau den richtigen Weg gegangen. Jetzt muss ich mal zurück. Okay. Dauert ja überhaupt nicht lange, hier durchzugehen, ne? Schon verschüttet. Okay. Er sagt, hier willst du nichts scannen, BD. Hier sieht alles irgendwie gerade voll interessant aus, ne? Das lässt BD voll kalt. Rippchen. Oh.
nur um zu sterben. Kein Schatz ist es wert, dafür zu sterben. Na, das ist der Grund. Wir sind alle nur. Die Pilger sind immer auf dem Weg zur Erleuchtung und so. Ja, wir nur wegen dem Schatz hier. Wegen den schnöden Mammons willen. Das ist stark an diesem Ort. Aber dann kriege ich bestimmt wieder ein paar neue Fähigkeiten und so, ne? Gott. Ich glaube, der Wind ist stark in diesem Ort, Kerl. Ich glaube nicht, dass ich das springen kann. Joa. Händchen. Händchen klein singt allein in den Tempel hinein. Wie in meinem letzten Moment hier immer so eine Ragdoll-Animation immer sieht, das macht mich voll fertig, ey. Ja, fällt ganz normal und dann irgendwann so geht irgendwie so ein Schlaganfall beim Fallen. Hallo. Dieses Geräusch wird mich nur in dem Rand der Verzweiflung bringen. An dem Rand des Wahnsinns, meine ich. Wieder voll durchdrehen. So. Kann ich da? Das ist so hoch, ne? So viel so überhaupt, das überlebt doch kein Mensch. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte mich da oben an der Stange irgendwie festhalten. Aber nun. Mich da festhalten und dann so runterrutschen. Ja. Oh nein. Was ist jetzt hier los? Lass mich raus. Ich sag, jetzt kommt jetzt hier so ein Bosskampf oder so. Ich kämpfe ja gleich gegen Thor oder so. Oh Gott. Willkommen zurück. Hey. Das imperiale Arbeitslager auf Masa. Die Garnison ist halb leer. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung. Läuft mein Leben gerade an meinen geistigen Augen vorbei? Marin und Grease sind bisher immer noch nicht auf dem Schiff. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Cal, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin du sie auch führst. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen, glaube immer an dich. Cal, vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Schon immer diese Narbe da.
an seinem Nacken. Okay. Springen unter, um zu spurten, weiter und durch die Windböen zu springen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Konzentriere dich auf den Moment. Oh. Ah. Guck mal, ich wusste, aber man kann irgendwann. Und durchbrechen. Ich wusste, man kann irgendwann entweder weiter oder höher springen. Wir müssen diesem Sturm die Stirn bieten. Bereit machen, BD. Aha. Ich weiß immer, wohin sie mich führen muss. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Das hat irgendwie nicht geklappt. Kel, was ist passiert? Sie selbst. Ich hatte eine Kriegs. Puh, ja. Ich hatte eine Kriegsrückblende. Mit zurück an den Krieg erinnert. Also Flashbacks bekommen durch den Wind. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Finden wir es raus. Also kommen wir ja noch an diesen einen Ding. Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Dann haben wir immer noch Zeit. Ja, glaubt mir ja voll neue Möglichkeiten jetzt hier, ne, an Sachen so zu erkunden. Haha. Das ist nicht gut. Es wird den Tempel zerstören. Oder Mias ist noch da drin. Teilen wir uns auf. Ich lenke diese Monstrosität ab. Sei vorsichtig. Wir sehen uns drin. Weil wir das Imperium abgeben. Oh Mann. Ich sehe so wunderschön aus, wenn ich so am Gleiten bin. Eine wunderschöne Fee, die ich durch die Gegend gleitet. So. Na komm, ein bisschen können wir noch, ne? Boom. So ein bisschen geht noch, ne? Und weiter. Na, muss ich hier runter überhaupt? Hm? Na, warte mal. Nee. Ach, hier oben, ne? Stimmt, da war da jetzt hier so ein Ding. Kann ich da jetzt? Oh Gott. Kerl. Oh. Wunderschön. Boah, das. Ey, Junge. Muss ich schon an den Dinger festhalten, Kollege. Ah. Jetzt sind die Winde auf unserer Seite. Da muss ich so hin. Ich komme einfach angegleitet. Dann soll ich bestimmt runter, ne? Wie sehen da mit zwei Lichtschwertern aus? Nein. Na, guck mal, wer da liegt. Das ist der, den ich gerade erledigt habe. Voll broken jetzt, ne? Die Aktivierung dieses Bohrers wird eine Weile dauern. Hoffentlich kann Marin sie bremsen. Hm. Deswegen bin ich hier jetzt. Okay. Die Hilfe gebrauchen. Und deswegen bin ich jetzt hier. Da. Ah. Gott. Die Sachen sind jetzt alle noch schwieriger versteckt, ne? Oh, man kann sich halt einfach aussuchen. Pfleg! Dass er noch Zeit hatte, irgendwie so zu reagieren, ne? Voll. Hast du Spaß da hinten? Ist voll broken, diese Fähigkeiten, ne?
Kann ich jetzt überall hin. Da kann ich ja jetzt überall hin. Da habe ich jetzt bestimmt schon so 90% aller Sachen erkunden. Wie soll das denn an? Jetzt überall damit hin. Ja, ja. Guck mal, wie weit das entfernt ist. Komme ich darüber? Aber sicher doch. Alter. Boom. Also, was war jetzt der Sinn, jetzt hier darunter zu gehen, wenn ich auch den jetzt machen können? Oh, ich konnte gar nicht erreichen. Da wäre zu weit gewesen, oder was? Das ist eine Truhe, glaube ich. Boah, das heißt aber jetzt, die Geheimnisse sind jetzt wahrscheinlich viel schwieriger versteckt, ne? Das Spiel jetzt annimmt, ich kann jetzt irgendwie viel weiter gehen, ne? Viel mehr erreichen. Mäßigung. Aber wie soll ich mich denn mäßigen, wenn ich jetzt überall hin kann? Oh ja. Ich bin ein Machttänzer. Guck mal, wie weit das entfernt ist, ne? Obwohl, ne? Schaffe ich sogar. Bin offiziell jetzt broken, habe ich so Gefühl. Ich glaube, ich kann jetzt eine Menge Sachen damit. Ah, ich will dahin. So. Kann jetzt alles erreichen damit. Oh, guck mal hier. Okay. Da unten war ich da schon. Von da bin ich gekommen, ne? Abgezogen, ne? Keine Ahnung. Unglaublich. Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, alles in Schutt und Asche zu legen. Was? Meine Fähigkeit jetzt zu fliegen? Mehr oder weniger? Hätte ich gedacht, dass wir so eine Fähigkeit bekommen, so ein Air-Dash. Ja, voll geil. Für mich, als würde ich Mega Man X8 spielen. Oh Gott. So, du musst mir jetzt hier... Da geht's irgendwo noch runter, aber... Da komme ich nicht hin, ne? So, gerade aus, als wäre. So, da muss man jetzt aber mal so langsam aber sicher ein Dings geben, ne? So ein Meditationspunkt, ne? Ich werde eliminiert. Bin ich in letzter Zeit irgendwie stärker geworden oder so? Man versucht ihn an mich heranzuziehen, hat nicht geklappt. Bringen wir sie zur Schwester Task. Okay. Vielleicht habe ich das Spiel jetzt einfach raus, ne? Ich wollte so einen Jedi Großmeister. So wie das Spiel von mir verlangt wird, ne? Okay. Ich spiele auf Jedi Großmeister. Für die, die es nicht wissen, muss man ja auch mal erwähnen, ne?
Ja, vielleicht wissen das die meisten auch, ne? Deswegen kriege ich auch so halbwegs akzeptable Views, ne? Im Vergleich zu einigen anderen Videos. Ich finde, meine Star Wars Videos sind relativ erfolgreich. Und wenn ich sage erfolgreich, dann dass ich mal ein bisschen mehr als 3-4 Views bekomme. Ja, wisst schon, was ich meine, ne? Okay. Wie komme ich da hin? Ja, einfach nur durchquetschen irgendwo. Tatsächlich. Ich muss mich beeilen. Bruder Amias kann sich nicht ewig verstecken. Ja. Du weißt, was du zu tun hast. Zuflucht für alle, die danach suchen. Klingt so schön, um wahr zu sein. Was ist das? Ein Echo. 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 Die Pilgerzuflucht sollte ein würdiger Ort für das Versteck sein. Die Nähe zum Archiv ist ideal. Und mit deinen Heckkünsten könnte dieser Tempel für alle Bedürftigen bald wieder ein sicherer Hafen sein. Ah. Sag mal so im Deutschen, sicherer Hafen. Ich weiß, in Englisch gibt es das Wort Safe Haven, aber das bedeutet doch nicht das gleiche, oder? Oh Gott, da unten wartet irgendwas, ne? Machen wir eine Pause. Aber da machen wir uns beim nächsten Mal drum Gedanken, ne? So, jetzt wo ich das hab, ne? Hab ich da neue Sachen freigeschaltet? Und bei überlegen gibt's auch gar nichts mehr. Nein. Telekinesis. Brauche ich nicht. Aufprall, Blaster. Mit einem gesprungenen Vorschuss zu überwinden. Blaster Abklingzeit. Was genau ist das? Hätte zuerst jedes Mal, wenn du einen Gegner mit dem Lichtschwert triffst. Das ist auch nicht schlecht. Da wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ich bin ein bisschen experimentierfreudig jetzt hier gerade, ne, mit meinen Waffen. Ich war gerade mit 2 Schwertern rum, ne? Ja, warum nicht, ne? Ich werde wahrscheinlich hin und wieder auch mal so ein bisschen offscreen, so ein bisschen grinden, ne? Weil ich jetzt nicht glaube, dass... Oh, cool. Boah, cool. Weil ich jetzt nicht glaube, dass hier diese Fähigkeiten jetzt hier das Spiel so sehr viel einfacher machen. Die Überlebenfähigkeiten vielleicht, ne? Und ja, meine Machtfähigkeiten, aber die habe ich auch schon jetzt. Weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie hier mehr Nahkampfangriffe hier mir das Spiel noch einfacher machen, ne? Und weiter. Der Grund, warum ich irgendwie grinden will, ist einfach nur, weil ich die mal sehen will, dann, ne? Wird man. Ich meine, als ich den ersten Teil gespielt habe, habe ich irgendwie die Hälfte der Fähigkeiten gar nicht gehabt am Ende des Spiels. Deswegen will ich hier mal. Und hier gibt es ja so viele Kampfziele, da tue ich vielleicht mal irgendwann so ein bisschen grinden, um die ganzen Fähigkeiten so freizuschalten, damit wir auch alles mal sehen, ne? Gehen wir nach dem Plan, ja. Offensichtlich nicht jetzt hier, ne? Aber gucken wir mal. Ich nur mal so. Zum Interesse, ja, ne? Kann mir jetzt hier so zeigen, so was ich hier noch alles erreichen kann. Ich weiß es nicht, ne? Was ist das denn? Ach, jetzt sind so Rutschdinger, ne? Gut, keine Ahnung. Ja, für mich war es das für heute, ne? In der nächsten Folge geht's weiter hier auf Jedi. Mein Gott, wie lange ich jetzt erreicht? 68%, oh, fast die nice Nummer. Ja, und beim nächsten Mal gehen wir hier dann zum Tempel und dieses riesige Ding da angreifen, was wir da gerade gefunden haben, ne? Ich nehme an, mit dem müssen wir uns auch noch kloppen, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr interessiert, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.